Ja. Ja, wir haben heute einen Bericht gehört von der kleinen Kommission Wernlinie über die deutlichen Kostensteigerungen, die in dem Projekt schon zu verzeichnen sind. Wir sind jetzt bei über 750 Millionen Euro, die das Projekt kostet. Das war mal für die Hälfte gedacht. Und der Eigenanteil ist sogar noch höher gestiegen, über 600% ist zu befürchten. Im Vorfeld hat es eine längere Debatte gegeben, ob wir überhaupt dazu Fragen stellen dürfen. Der OB hatte angekündigt, dass er das nicht zulässt. Letztendlich hat er dem dann doch zugestimmt und wir konnten noch einige Punkte klären, wie das für die nächsten Jahre auch noch an Risiko zu erwarten ist.